Das ist mein Beitrag für den Bach-Wettbewerb. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Es heißt Bachs Reimerei. Bach, der war ein guter Komponist. Ihr wisst doch alle sicher, wer er ist. Er schrieb die tollsten Lieder. Die hören wir auch heute gerne wieder. Eisenach ist sehr bekannt, weil Bach dort seine Werke fand. Aus dem Wichmarer Bachhaus stammt sein Ur-Ur-Opa heraus. Er hieß nicht Klaus und auch nicht Peter. Er hieß Veit Bach, das weiß doch jeder. Er arbeitete hier als Bäckersmann, doch Johann entschied sich lieber für den Klang. Das alte Haus am Platz noch steht, ihr heute eine schöne Ausstellung darin seht. Es zeigt das Leben der Familie Bach, alles hier unter einem Dach. Im Hof, da ist ein Stammbaum, so viele Bachs, man glaubt es kaum. Seit 94 kümmert sich hier ein Verein mit viel Liebe und Fleiß um Ausstellung und Besucherlein. Das Schmuckstück ist ein Cembalo, das machte die Leute früher schon froh. Auf diesem spielt man er und auch die Fuge und gleich endet mein Gedicht wie im Fluge. Aber ich glaube, ich dicht hier noch den ganzen Tag, weil ich die Werke von Bach so gern mag. Mein letzter Reim, der ist angeklungen, Bach hätte sicher mitgesungen. Gedichtet, aufgesagt und gespielt von Frederik Rumpf. Vielen Dank.